Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part vom Remoded Let's Play von Diablo 2 Resurrected. Jo, wir sind hier im zweiten Gebiet sozusagen, die Höhle ausgeschlossen. Und ja, wir haben unseren Schüler dabei, der komische alte Mann da. Und ja, wir sind jetzt gerade ziemlich gut dran mit ihm. Macht viel Schaden und saubert auch sehr schnell. Aber das Spiel ist schon ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt mehrere Male eigentlich beinahe Tode gehabt durch diese Schamanen. Zweimal sogar gestorben. Und ja, das ist natürlich nicht so angenehm, oder? Deshalb sind wir glücklich über unseren Lehrling. Komm mal raus hier. Komm alle aus dem Knast raus. Da. So, wir müssen noch mehr Leben haben. Also das Balancing ist eigentlich momentan das Schwächste, was mir auffällt. Ist ziemlich übertrieben manchmal. Diese Taste. So, jetzt haben wir einen Level 2 magisch Lehrling, jo. Schauen wir mal weiter. Er räumt richtig an. Das sind wahrscheinlich die rollenden Blitze hier. Und das ist. Was ist das? Okay. Wichtiger. Okay, gut, dass der uns nicht getroffen hat. So, ist das jetzt das Feld der Steine? Ja. Oh, die sind auch ziemlich cool aus. Geben auch sehr viel Gold. Das ist nämlich gut, wenn wir jetzt zuerst in diesem Gebiet sind, dass wir noch ein bisschen leveln können. Weil Blutrabe wird sicher sehr stark sein. Ja. Also, dann haben wir hier, wo ist der? Eisklon, Eisnova. Ein normales Nova und Wärme, genau. Wärme ist sehr wichtig für Mana-Regulation und Zaubergeschwindigkeit. Und wir haben noch eine Metz mit 2. Was haben wir noch bekommen? Und schon mit einem. Jo. So. Ja, der Kranschüler kann auch sehr stark sein, also lieber zuerst rösten. Und ja. So, das was wir da haben. Ja. Kappe 7, was bedeutet das? Das ist Eye-Level, okay. Das Item-Level, oder? Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, gute Rüstung. Ja, gut. Verteidigung, Blitzwiderstand, Verteidigung, Dornen und Reparatur. Sehr schön. So. Ah, da. Nein, das ist ein Dorn. Okay, wir haben es gewonnen. Jetzt erstmal noch kurz. Ja, einen Brunnen will ich jetzt nicht machen. Nicht trinken. Also, was ist wichtig? Mal Sockel. Ja. Das Anfangsschild. Vielleicht eine Attacke. Ja, Level. Paladin-Fähigkeiten. Ist leider ätherisch. Ja, werde ich sicher auch noch was finden. Jo, dann können wir mal alles identifizieren, wenn es ginge. Das geht auch nicht mehr, dass man alle auf einmal identifizieren kann. Naja. Also hier haben wir Energie 2%.
Hört sich gut an, ist aber wahrscheinlich gar nicht mal so gut, wenn man das wie am Anfang was. Okay. So, das hier rein. Ja. Gut, dann gehen wir wieder Feld der Stein. Nein, Karte Ebene habe ich. Natürlich. So. Also Rakanishu haben wir besiegt. Wir haben das WP gefunden. Also können wir jetzt hier auch die Quest weitermachen. Der Hauptgrund, wieso ich jetzt eigentlich Diablo 2 Resurrected spiele, reinkomme mal, ist einfach, dass ich jo, nach einem Hack and Slay wieder gesucht habe. Eins ist heute angekündigt worden. Kann ich gleich mal schauen, wie es heißt. Wie ist denn die Liste? Dragon's Kind, The Banished, im Februar 25 erscheint zuerst. Bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man so lange immer warten muss auf Hexenslays. Aber gut. Es gibt schon viele, aber die meisten sind halt auch nicht gerade so für mich. Wenn es heftiges Grinding immer ist oder dann düster und alles mögliche. Oder ständig nicht düster eben. Deshalb, jo, bin ich eigentlich so glücklich, dass ich Diablo 2 Resurrected wieder mal installieren konnte. War ja eben auch nicht so gut spielbar. Es hat einfach diesen Touch nicht mehr. Es ist alles ein bisschen verschwommen. Eben die Steuerung ist katastrophal. Ich muss ja jetzt zum ersten Part recht viel umstellen. Wer bist du? Komm hier hin. Lehrling, hallo! Der Meister ruft dich. Vielleicht könnte mich auch gleich töten. Wird auch sehr stark sein. Oh, er ist sehr stark. Ich bin überrascht. Mein Lehrling ist viel stärker als ich. Ach, wie süß. Mein Lehrling ist der Meister. Wir gehen mal kurz in die Krypta und dann gleich wieder raus ins Lager. Ja, ist dunkel. Hat sie auch gehört, ne? Es war, in Diablo 2 war das immer so mega angsteinflößend. Also ich weiß noch ganz genau, ich war noch minderjährig, noch viel zu jung. Mir hat das immer sehr viel Angst gemacht, so durch schattige Gänge zu gehen. Das könnte ja ein schwerer Gegner irgendwo sein. Das haben sie gut rübergebracht, scheinbar. Weil es halt auch nicht mehr so toll, Ding ist. So hell. Oh. Frost Nova Gegner. Eis verzaubert. So, wir brauchen mehr Stärke, verbesserte Ausrüstung. Und jetzt könnten wir eigentlich. Das ist die Leichenblume. Bestie. Wie ich es wusste. Einen Wendigo. Ich glaube, das ist der Bär. Von den Geräuschen her ist es der Bär. Ist die Krypta größer geworden? Also skaliert die Größe? Weil im Hauptspiel war die Krypta in normal Schwierigkeitsgrad ziemlich klein, innerhalb dann ein bisschen größer bis mittel und danach ja in Hölle sehr groß. Das hat mir sehr gefallen damals. Und scheinbar ist die jetzt so groß wie immer in Hölle. Aber ist ja auch gut. Wir sind einfach ein Beschwörer. Finde ich genial. Die Hydra, auf die Hydra bin ich gespannt.
Die schießt Explosionsgeschoss. Ja, ich werde wahrscheinlich, ja, mit da dann wirklich Leveln boosten und so. Okay. Ich denke, wir können wieder rausgehen. Mal kurz schauen, ob irgendwelcher Hart dran da ist. Mit einem Knochenbrecher oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Der müsste hier drin sein. Ne? Da unten. Ja. Knochenbrecher, ja. Wusste ich das noch. Also ja, die KI ist natürlich nicht so gut. Der ist jetzt nicht mitgekommen. Der wurde aufgehangen. Aber gut. So. Also, wunderbar. Dann, glaube ich, gleich eine neue kaufen, die höher gelevelt ist. Das sind alle Level 7, ich denke. Was für Quere kommen jetzt? Quer kommt jetzt, okay. Segel des Todes, Mehrfachschutz. Durchbohren. Man Butter. Also ich denke, ich lasse die einfach, die wir bekommen haben. Es ist so, da haben wir Brüllen, Werwolf, Mondruf, Mordruf, okay. Und Ruin. Mana pro Treffer. So, wenn wir ihn brauchen. Ich lasse ihn mal. Den tue ich nicht lagern. So, und hier haben wir schnellere Erholung. Das könnte eigentlich sie benutzen. Gibt es da auch eine Vorwahl? Genau, die F-Taste. Und hier war es die A-Taste. Damit kann ich jetzt noch nichts. Oh. Jetzt bist du nicht Level. Du bist Level 7. Du hast Stärke 2. Also. Du hast mehr Stärke. Damit kann ich jetzt noch nichts. Hä? Ah, nur Zauberin. Deswegen. Gut, danke. Du brauchst mehr Schutz als ich. Und der Schädel ist wichtiger. So. Jetzt können wir kurz noch den Edelsteinschrein holen. Dann haben wir noch einen besseren Schädel. Also so sieht er aus. Ja, hat einen doch Schaden. Den anderen Schrein habe ich halt zu früh aktiviert. Da kam, glaube ich, der Smaragd raus, glaube ich. Ein Monsterschrein, und wo ist das? Der Boss hin? Ah, da. Na. Irgendwo muss ein Monster, also ein Rare erschienen sein. Lol. Die Effekte, die möglich sind, also. Wieso sind die ungenutzt? So, das heißt, wir haben einen ganzen Schädel. Sehr gut. Also, wunderbar. Jetzt können wir, ja, verhüllte Steine in eine Höhle gehen. Jetzt gehen wir dorthin. Zum Bild der Steine. Und ich denke, die Höhle müsste hier sein, ne? Nicht? Hier unten aber. Ja, gut. Also es gibt sehr viel mehr Charakterklassen-Items, die wir nur Charakterklassen verwenden können. Zum Beispiel jetzt, ja, wenn wir ganz einfach nur zaubern. Dass die schon irgendwelche Zonenfähigkeiten einsetzen können.
Schön, schön, schön. Jo. Kommen wir wieder ein bisschen Schaden über. Ja, wenn nicht gerade die aus dem Nichts irgendwelche Kugelblitze abschießen, die so stark sind, dass man sie nicht aushält. Wunderbar. Muss mal kurz irgendwie Geld verdienen. Ja, aber es ist immer der gleiche Fehler. Motte machen immer ständig die gleichen Fehler. Tut doch einfach mal ein bisschen warten mit den Levels und mit den Attacken. Es ist wahrscheinlich einfach diese riesen Faulheit, weil du musst ja für jedes Level einen Gegner machen. Und wenn du den halt in Albtraum und in Hölle so stark brauchst, brauchst du ihn normal auch ziemlich stark. Das ist einfach nicht balanciert, das ist... auf der Käse. Hallo? Weil alles ist in Listen, die Listen müssen so klein wie möglich sein. So, ich hoffe, ja, wir haben Glück. Die Schwesternschaft heißt euch. So, und jetzt tust du mich bitte besser beschützen. Die dumme Jägerin, du. Es ist einfach diese Überraschung. Oh, es kommt da noch ein Gegner. Man sieht nicht viel, man hört nicht viel. Das ist das Problem. Was zum Beispiel Last Epoch 1000 Mal besser machen kann. Aber auch dieses... Oh. Ja, man sieht die Gegner nicht, sie sind viel zu schnell. Man sieht null. Man sieht nicht mal, dass sie attackieren. Man sieht sie einfach nicht, das ist das Problem. Dass ja die jetzt hier drin gewesen sind, weiß ich nicht. Man sieht einfach gar nichts. Man muss sterben, weil die Gegner viel zu viel Schaden machen. Aber okay. Wir kämpfen uns jetzt hier durch. Fertig. Wenn wir sterben. Also vor allem auch die Gegnergeschwindigkeiten und so. Das geht überhaupt nicht so früh am Anfang. Vor allem die Minions sind halt auch ziemlich schlecht noch. Hier ist die zu langsam. Müssen wir einfach ein bisschen durchhalten. Man ist schneller tot als die KI. Was soll ich machen? Ich kann ja nichts mehr machen. Wenn er einmal mich trifft, habe ich so einen langsamen Knockback und... Das ist ja krass. Ich kann nichts machen. Die Gegner sind zu stark. Wenn nur die KI genau sagen würde, okay, jetzt laufe ich zu dem. Aber du kannst anhand der Minions nicht wissen, dass dann ein Gegner ist, weil sie den Gegner gar nicht sehen. Nur die Gegner sehen uns immer. Wir sind sehr unfair, lieber Mutter. Das ist nichts. Das ist ein Scheiß. Muss ich jetzt wirklich sehr langsam spielen. Greift doch an. Diese Geschosse sind zu OP. Endlich. Ja, wenn ich Necrobands oder so spiele, vielleicht wird es besser gehen. Aber mit solchen Minions, Dullis. Zu starken Attacken immer. Das ist ein bisschen schwer. Ich schaue mal, dass ich einen zweiten Charakter nebenbei ein bisschen spiele. Dass wir ein bisschen Items haben und so. Aber ich habe jetzt auch schon mit Holzen und mit Medieval 2 Probleme. Dass ich genug Zeit finde, dort ein bisschen
High zu leveln. Soll ich die abscheuliche Kreatur machen? Die macht auch viel Schaden. Ich muss... den weiter. Aber bei ihm, ja, habe ich einfach die Reichweite, oder? Weil er ist sehr langsam, der Jedi. Was ist jetzt eigentlich der Golem hin? Ist der gestorben? Hm. Komm mal raus. Krummsäbel oder auch nicht mitzunehmen. Also wir gehen jetzt nach, ich weiß nicht wie der heißt, Schwarzmoor, nein nicht Schwarzmoor, Dunkelwald. Und ich schaue mir das mal an, wie der Necromancer dann ist, wenn er in Dunkelmoor, genau dort Dunkelwald ist, oder? Und wenn es halt mit ihm besser geht, dann gehe ich mit ihm weiter. Aber ich werde eventuell auf Golem... Nein, ich gehe nicht auf Golems, wenn die auch so langsam sind. Lieber nicht. Ich gehe einfach auf Skelette. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja neue Skelette oder so. Ich würde gerne vielleicht einen Druiden noch beginnen, aber jetzt wenn man sieht, wie man selber so squishy ist, so möchte ich lieber auf Minions gehen. Und nicht direkt irgendwie auf irgendwelche Damage-Stile. Aber ja, das Spiel ist sehr unangenehm, vor allem als Mod oder mit. Was wird Mod? Was soll ich hier noch? Der Mod ist völlig übertrieben. Also ich denke, im Hauptspiel würde ich gar nie sterben. Aber hier bin ich, weiß nicht, 5, 6 Mal schon gestorben. Das ist einfach völlig übertrieben. Okay, ich sehe gerade, dass die Höhle, die zweite Höhle. Stockwerk 2. Wir müssen also irgendwo anders hin. Europa. Also komm, wir gehen noch kurz das Lager anholen. So, die Jäger wieder. Ja. Okay, den könnten wir vielleicht gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Zum Meisterbeschwörung zweimal. Das könnten wir eigentlich auch noch gebrauchen. So, haben wir das gefunden. Beim Necromancer. Ja. Und eine Talrune. Boah. Die ist ziemlich selten am Anfang. Die tut so auf Akt 2 oder so ein bisschen besser schon. Also Effekte sind wunderbar. So die Bodentexturen und alles. Hässlich. Ich kann nichts. Der hat so schnell umgeschaut. Die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Meine Güte. Ey. Ich
muss das Mana einlagern, aber ich weiß noch nicht genau wo. Der Mod ist richtig hardcore nervig. Na gut. Komm, wir lagern zusammen noch kurz Geld. Schade, dass die meisten Diablo 2 Mods echt ziemlich übertrieben sind. Echt gar nicht so motivierend. Vielleicht im Endgame, ja, aber mit dem Anfang so auf Multiplayer oder so zu machen, ist halt schon ein bisschen dumm für die Entwickler. Also ich bin es ja gewöhnt von zum Beispiel Snay oder Median, dass man am Anfang auch ziemlich schwer schon hat, fast schon am schwersten. Aber nicht so übertrieben, dass man da irgendwie völlig... Ja. Gut, Jo, wir müssen noch durch die Höhle, stimmt. Ich werde gerade angerufen von meinem Kumpel, aber der kann warten. Die Leute wissen so ganz genau, dass ich manchmal echt keine Zeit habe, sondern aufhören. Mit dem ständigen Anrufen. So, ich wollte noch... Nicht genug Mana. Gerade wegen Mana nicht. Komm. Wo ist jetzt eigentlich der andere? Oh. Ja. So, und das Vorbereiten natürlich. Also manchmal sind es eben unglaublich viele Gegner, das finde ich jetzt nicht so toll. Ich müsste eigentlich immer davonlaufen ein bisschen, damit ich besser geschützt werde und gewinne. Naja. So. Ich muss mich beschützen. Nicht irgendwie so. Okay, gut. So, dann sind wir gleich dann wieder zurück. Also rausgehen. Zurück sehen wir schon. Ich finde es aber toll, dass manchmal die Gegner noch sterben, die uns umbringen. Die Skelette ja schon wieder so stark sind. Okay. Gesundheit am richtigen Zeitpunkt. Die töten. Also es ist unglaublich, wie manche Gegner overpowered sind. Unglaublich. Aber gut, da müssen wir noch durch. Wahrscheinlich später nicht mehr so sein. Also sehr schlecht balanciert am Anfang. Naja. Ich könnte aber auch eine Amazone machen, eine Bogen, also Bogen oder so. Irgendwas, was einfach so ein bisschen ja, auf Entfernung Schaden macht. Das mache ich jetzt momentan echt gar nicht mit der Zauberin. Ich denke, ja. Ich werde es einfach mal mit dem Necromancer probieren, aber ich denke, es ist besser, wenn wir den die Zauber einfach weitermachen. Ja, bleiben wir einfach. Ich mache jetzt nicht allzu viel, ich will jetzt auch nicht allzu viel Items einfach ergrinden müssen, weil ich auch keine Zeit habe. Wir machen weiter, bis wir halt wirklich nicht mehr weiterkommen. Irgendwas brauchen dann. Und dann machen wir weiter mit irgendwelchen anderen. So, immer noch Vitalität, das ist zu wichtig. Soll ich jetzt den Lehrling immer benutzen, weil wenn er einen mal feststeckt oder so, machen wir einfach nichts. Komm, ich finde ihn so toll.
Und ja, Mana-Probleme in diesem Mod eher noch schlimmer gemacht. Ja, bin ich mir frech. Geh von diesem Baum weg. Hallo, ja. Und das Mana langsam. Nicht genug Mana. Also tun wir die Mana Tränke trinken. Fertig. Es wird gar niemand dort bei mir stören. So, wo ist denn lautlos da? Meine Güte, sind diese Handys langsam blöd. Braucht man ungefähr so 20 Sekunden, um lautlos zu machen. Früher konnte man 1-2 mm runterstreichen und jetzt muss man so 20 cm streichen. Habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich lautlos so langsam. Ich glaube, die neuesten Handy-Updates, also von Samsung vor allem, sind einfach sehr katastrophal, dann buggy. Viele Sachen, die ich nicht mehr so gut finde. Ah ja. Ich wollte schon fragen, wo der Baum ist. Gut. Diesen alten Baum umgibt eine Aura der Magie. So, also wir haben eigentlich ja, dieser Dunkelwald vor uns. Und ja, jetzt müssen wir dann nach Tristram gehen. Ich glaube, es ist die. Nein, es ist nicht die Hauptstadt, aber es ist eine große Stadt von diesem Gebiet. So, wunderbar. Können wir noch das Level machen kurz? Ja, auf jeden Fall. So. Gut, noch weiter. Jo, haben wir jetzt zwei? Nein, noch nicht zwei. Also da steht doch irgendwie eine Beschwörung für jede fünfte Beschwörungskraft. Wir haben 5 Punkte. Ist es nicht die Kraft? Ist Beschwörungskraft so ein neuen auf Items sind oder so? Ein Wert? Keine Ahnung. Aber leider haben wir noch nicht 2. Na gut, vielleicht kommen wir das irgendwann mal wieder. So, jo, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.